Ich kann euch hier und heute endlich mal sowas wie Fortschritt bei F1 2021 verkünden. Ja, aber nicht zu früh freuen. Warum? Dazu gleich mehr. Vielleicht wisst ihr es schon, vielleicht gab es ja schon ein anderes Video. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum WOTS zum Sonntag mit dem Sendeplan der 36. Kalenderwoche. Endlich hat sich F1 2021 starten lassen. Ich nehme gerade alles am Stück auf. Es gibt ein Abstimmungsvideo, Folge 0, dann noch ein besonderes Technikvideo, was noch wegen nicht zu früh freuen die ganze Sache etwas genauer erklärt bzw. zeigt. Und dieses WOTS zum Sonntag hier nehme ich gerade als drittes auf. Weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge die rauskommen können. Dieses Technik-Situation-Erklärvideo wird es erst nach Folge 0 geben. Aber ob das WOTS zum Sonntag zuerst rauskommen kann, oder eben Folge 0, weiß ich noch nicht, deswegen werde ich hier und eben in Folge 0 in etwa das gleiche zu der Problematik bzw. zum Fortschritt, das Spiel hat sich starten lassen, erzählen. Denn ich für mich kann die Videos soweit kodieren und hochladen, aber die Videos müssen ja auch noch von YouTube verarbeitet werden und solange die keine annehmbare Qualität auf YouTube erreicht haben, hinsichtlich Verarbeitung eben seitens YouTube, eher werde ich sie nicht veröffentlichen. Das wird zum Sonntag, denke ich, sollte klar gehen, aber da wisst ihr vielleicht schon mehr, weil eben Folge 0 vielleicht schon rauskam. Erstmal zu F1 2021 und das Spiel hat sich starten lassen. Wie kam es denn dazu? Kurz gesagt, ich habe mich an etwas erinnert. Früher gab es auch Spiele, die sich nicht haben starten lassen. Aus einem bestimmten Grund, weil man vielleicht ein Spiel getestet hat oder von einem Kumpel die CD gebrannt hat und dann konnte man das Spiel nicht starten, weil... Bitte legen Sie die originale CD-ROM ein. Da gab es sowas wie ein No-CD-Crack und ich habe mich einfach mal im Internet auf die Suche gemacht, ob es auch so eine Version zu F1 2021 gibt und ja, bin ich fündig geworden, habe ich mir heruntergeladen und da gab es auch eine sogenannte No-CD-Crack-Exe. Einfach No-CD-Crack nenne ich jetzt einfach mal so, weil ich es einfach von früher so kenne, aber die Funktionsweise ist ja eben entscheidend. Was habe ich gemacht? Ich habe mir bloß die Exe geschnappt und habe sie mir in den Steam-Ordner gepackt und ja, man kann schon anfangen, die Augen zu rollen. Es hat funktioniert. Eine von Dritten bearbeitete Exe sorgt dafür, dass das Spiel, das ich von Steam heruntergeladen habe, dass ich das starten lässt. Das kannst du keinem erzählen. Aber ich sehe es positiv. Es hat funktioniert und das ist einfach das Entscheidende. Das ist das, was zählt. Hab das Ganze auch schon Codemasters Steam über Steam gemeldet. Ob dabei was herumkommt, wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe meine Situation oder mein Problem und wie ich es eben lösen konnte, beschrieben. Hab jetzt aber zum Beispiel die Exe, die bei mir funktioniert, nicht mitgeschickt oder irgendwie anders geteilt. Denn... Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem nicht wirklich angegangen wird, aber die Exe einfach funktionslos gemacht wird, weil die einfach was am Spiel drehen. Und das Risiko will ich einfach nicht eingehen. Ich bin gerade froh, dass das so funktioniert mit dieser gecrackten Exe. Ah, kannst du wirklich keinem erzählen, aber wirklich, ich sehe es einfach positiv. Der Weg ist das Ziel und es funktioniert, aber jetzt kommen wir zum großen Aber, nicht zu früh, Freundin. Es gibt noch technische Probleme, weiterhin technische Probleme bei F1 2021. Das Spiel stürzt noch regelmäßig ab und die Bildwiederholrate geht hier und da und dort gerne mal ganz schön im Keller, was dann dafür sorgt, dass es einfach ruckelt und damit kann ich nicht fahren. Allen voran, das Spiel schmiert ab. Das ist halt ein K.O.-Kriterium. Einerseits, wenn ich ein Rennen fahre und kurz vor Ende schmiert das Spiel ab, dann ist der Fortschritt dahin, die ganzen Erfolge bis dahin einfach für die Katz. Es wird dann nicht nach jeder Runde gespeichert. Und ja, die Abende, wenn ich F1 spiele, dann... Die Abende, wenn ich F1 spiele, sind sowieso ganz eng gepackt. Wenn ich dann noch ein komplettes Rennen nochmal fahren muss, dann sprengt das einfach den Rahmen. Das packe ich dann einfach nicht am gleichen Abend. Und da kommt dann einfach Frust auf, dann muss ich dann extra nur für das Rennen wieder eine extra Aufnahmesession einlegen und dann muss anderes wieder zurückstecken und nee, da hoffe ich einfach, dass da von Codemasters noch ein Update kommt, was das beheben kann oder ich finde da noch irgendwas, denn
Die Problemstellung oder das Problem Spiel lässt sich nicht starten hat weniger Lösungsvorschläge ergeben im Internet als das Spiel schmiert ab. Und da werde ich jetzt einfach mal einiges probieren. Hab das Spiel gerade erst frisch starten können, hab jetzt Folge 0 aufgenommen und eben dieses Erklärvideo, wo es gerade noch hakt, diese Veranschaulichung. Ich werde dann einfach mal im Nachgang dann noch etwas mit dem Spiel experimentieren. Aber das ist erstmal der Stand der Dinge. Und ihr wisst erstmal Bescheid, das war mir wichtig und eben für den Fall der Fälle, dass sich das Problem oder die Probleme, die jetzt nach dem Start noch bestehen, dass die sich bald in Luft auflösen. Für den Fall der Fälle gibt es eben schon eine Folge 0, damit ich dann einfach nahtlos ansetzen kann mit Folge 1, diese eben aufzunehmen. Wir haben ja jetzt schon genug Zeit verloren. Und ja, ob das jetzt noch ein paar Tage dauert oder vielleicht auch noch ein paar Wochen, mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal einen Zwischenerfolg und darüber freue ich mich jetzt einfach sehr. Da sehe ich einfach das Positive. Wir sind vorangekommen. Das ist soweit erstmal der Stand der Dinge. Ich will das hier wirklich recht kurz fassen, denn wenn diese Folge hier in etwa genauso lang wird wie Folge 0, die ich vorhabe, dann wird das eng mit, was kommt zuerst raus. Alles kurz auf knapp, aber mir war es wichtig, euch eben hier abholen zu können. Endlich mal positive Wörter im Wort zum Sonntag. Wenn auch noch nicht final für jetzt können wir endlich loslegen, aber Fortschritt. Immerhin. Und damit bleibt mir jetzt noch euch wieder eine wunderschöne neue Woche zu wünschen. Habt viel Spaß mit dem, was ihr tut. Vielleicht beim weiterhin Daumen drücken, dass das hier mit F1 bald wieder weitergehen kann. Wenn ihr das bisher schon gemacht habt, dann war das wohl erfolgreich, denn immerhin lässt sich das Spiel jetzt starten. Und alles Weitere sehen wir mal. Aber bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.